Hallo und herzlich willkommen zurück in der Welt von mir. So, ich habe jetzt das Spiel übrigens inzwischen nochmal neu gestartet und ich möchte jetzt einfach nur sicher gehen, dass das beim letzten Mal kein Bug gewesen ist. Ansonsten machen wir jetzt wieder ein paar ein paar Nebenaufgaben und The person I asked to help with. Ja, okay. Ich muss halt eigentlich nur mit Popola sprechen. Also keine Ahnung, was da los ist. Und dieser Schlag nach unten erinnert mich jedes Mal an Kirby aus Super Smash Bros. Wobei ich sagen muss, ich habe Super Smash Bros. Sowieso nur auf dem N64 gespielt. Auf keiner anderen Konsole. Also könnte sein, dass sich das Moveset ein bisschen geändert hat. Aber mir egal. Ich habe das einzig wahre Super Smash Bros. Gespielt. Ach ja, geht ja nicht. Nee. Hammelfleisch können wir, glaube ich, wieder. Some of the gate, they claim to. Here's your money. Oh, thank you. Yay! Ich glaube, nochmal habe ich keine 10 Stück. Von daher, auf nach Meeresfront. Da haben wir ja einige Sachen zu tun. Zum Beispiel nach dem verlorenen Sohn suchen. Und mal sehen. Manor in the corner of the southern plains is a right creepy place. You can tell it's haunted just by looking at it. Naja, Geister sind da keine. Nein, bitte nicht mehr kochen. Oh. Wie sieht das jetzt eigentlich aus? Ja, vergiss es. Hui. Oder? Autsch. Ja. Oh. Nee. Ich muss das, wenn, im Fernkampf machen. Ups. Läuft aber eigentlich gar nicht mal so schlecht. Jetzt mal abgesehen von den zwei Dummheiten, die ich da gemacht habe. Komm, machen wir mal ein Heilkraut, Arzneikraut. Das ist das Gute, dass keine nicht sterben kann. einen Moment kurz. Können wir nicht. Dunkle Lanze. Ach. Okay, wir müssen ein bisschen warten, bis wir. Dann machen wir mehrere dunkle.
dunkle Lanzen und schauen mal, wie viel das bringt. Unsere vollen MP einmal gegen ihn geschmettert. Weil mit den kleinen Kugeln, das ist ja eine Sisyphus-Aufgabe. Jo, das ist deutlich mehr. Ah, haben wir nicht... Verdoppelt für 30 Sekunden den Magieschaden. Halt Vergiftung. Komm. Ich benutze die ja eh so selten. Da kann ich... Au! Da kann ich jetzt auch mal... Ja, ich hätte eigentlich warten sollen, bis ich... Jo, das war's. MP Wiederherstellungsrate plus 6%. Waffenmagie lähmen. Okay. Boah. Das war... Das war schön. Ich bin gespannt, ob er nachher wieder da sein wird, wenn wir hier nochmal hergehen. Aber... Okay. Das war... Ja, das war was. nicht die F. Saft. Ist hier ein Fruchtsafttechniker an Bord. Warte, ich brauche immer noch zwei Schläge für die. Das stimmt, ich wollte die eigentlich auch nochmal verbessern, die Waffe. Mein treues Schwert. Treue. Wow. Was für eine... Egal. So. Fast den Meeresfront. Und... Da sind wir auch schon. Und... Ja, was machen wir jetzt? Auf jeden Fall erstmal nach dem Typen Ausschau halten. Nach dem verlorenen Sohn. Wegen der Tasche abgeben und. You're looking for a kid who ran away from home? Jo. There was a strange kid asking people questions earlier. I think he was trying to learn how to get into Facade. Ah! Facade, huh? Maybe we should go take a look. Absolut, weil Fassade müssen wir ja eh hin für die Wassermelone für Jona. Oh. Hey, did you find my sweet dumpling? We didn't, but we got this off a shade. Du hast die rote Tasche übergeben. Oh no, this is hers. So our fears were correct. Oh God, how could this happen to her? This is all my fault. Warum ist das alles seine Schuld? Den Mann fragen, ihn in Ruhe lassen. Ja, wir mischen uns eh in jeden Scheiß ein. If I may, my good man, why did your wife leave home in the first place? Oh. Ich hätte jetzt gedacht, das fragt Anumea und nicht Grimoire Weiss. It's because... Because I... Ja? I think we should give him some time to himself, Weiss. Okay. Also kehre später zurück. Honey, I'm home. Good heavens, you're a wreck. What's wrong? Sie schwebt in der Luft. Sorry, dass mir das jetzt so auffällt, aber sie schwebt halt in der Luft.
nur so einen halben Zentimeter, aber der Schatten ist nicht bündig. Dumpling, you're not dead! Ich bin mir unsicher. Also, ich meine, sie schwebt in der Luft, ne? Okay, bei Grimmer Weiß ist das normal, ja, aber bei einem Menschen? What in the world are you talking about? Oh, you found my bag. Thank you so much. I can't believe I went and dropped it like that. Okay, das hörte sich jetzt irgendwie so an, als hätte, wäre sie diese Tasche gerne los. This is such a relief. Okay, seriously, what's going on? Ja. 5 Minuten spät. I see. So, you found a shade with my bag and assumed I'd been attacked and killed? Ja. Ich bin mir übrigens immer noch nicht ganz sicher, ob du... Ja, okay. I'm just glad you're safe, Dumpling. But I'm also so sorry. This is all my fault. Oh, if I didn't eat that apple you were saving. Oh, God, I'm such an idiot! Ist ein Apfel, um mehr wie ein Arschloch auszusehen, Klischee. Bling! Moment. Da war jetzt irgendwas falsch. Aber... Mann, das hat doch nie so sehr gestimmt wie jetzt. Listen, I promise I'll never eat anything of yours again. You just promise never to run away from home again, okay? Run away? Have you lost your mind? I just went to visit my parents. Und da kann man nicht mal eine Nachricht irgendwie hinterlassen oder so. Mhm. I told you about this. Going to see my family, gone for a week. Remember? Oh my. Are you serious right now? Why don't you ever listen to me? Okay, Weiß, wir sollten jetzt ganz schnell weggehen. Lad, my brilliant intuition suggests we should beat a hasty retreat from these two with all speed. Ja, ich konnte es nicht schöner formulieren. Sollen wir hier von hier verschwinden? Bleib uns hören und plötzlich haben wir andere wichtige Sachen. Ja, ich. Hey, I have to go pick up a fish from the fish store. I can't believe you didn't listen to me and you ate my apple. You are the absolute worst. Hallo, Mia! Schnell weg! What? Oh, like you're some perfect angel. You didn't even care enough about our anniversary to hang on to your bag. You, kid, I'm right about this, yeah? If anyone's wrong here, it's my wife, right? Wait, you're asking me? Wer liegt hier falsch? Die Frau, die ihre Tasche verloren hat, der Mann, der den Apfel gegessen hat. Was? Ich bin nicht R/, ja? Für die Leute, die ihn nicht kennen, der macht Videos über Reddit Threads. Unter anderem über R/AmITheAsshole. Wo halt solche Stories zu hören sind und keine Ahnung. Ich würde sagen, die Frau hat es irgendwie schon verdunnelt, aber der Mann ja auch irgendwo. Ich bin definitiv die falsche Person. Außerdem, ich bin Single, aus gutem Grund. Das geht doch nicht. Das ist unfair. Weil ich vermute mal eher der Mann, weil
das mit dem Apfel hat ja eigentlich gar nichts damit zu tun. Aber... Und er übertraumatisiert das mit der Tasche. Aber irgendwie der Mann ja schon, weil er hat es vergessen. Oder? Obwohl, sie hat den Jahrestag vergessen und die Tasche. Und, ich bin verwirrt. Ich sag mal der Mann. Well, you shouldn't have eaten your wife's apple. That's not very nice. But I was hungry, and it was just sitting there. Look, I'm glad you went looking for my wife and all, but that was low, friend. Low. Did I cross a line there? Was soll das? Ach, vergiss es. Besides, it's pretty rich to come after me for an apple when you threw away my entire stamp collection. Oh, okay. Wow. Okay, ja, das ist... Ha, you're damn right I did. And I'd do it again. You are nothing but a hoarding slob. Wow, Mädel. You there. My husband's in the wrong here, isn't he? Pardon, but madam, I... Wer hat hier Unrecht? Der sammelwütige Waschler? Die Sammlung wegwerfende Frau? Ganz ehrlich, alle beide. Alle beide. Aber nachdem ich ihn jetzt schon so... Well, to discard a man's precious hobby is a rather heinous act. Oh, yeah, of course you to take his side. Figures, you fit right in with his pile of collectible trash. Collectible trash? Now see here. Ja, du solltest sowas nicht zu einem fliegenden, sprechenden Buch sagen. Eine Stunde später. Echt nur eine Stunde? Das ging aber schnell. Do you not even understand how frustrating this is, you colossal oaf? This is exactly what I hate about you. Hey! Du hast damit angefangen, diesen Streit hier auf öffentlicher Straße. Ah, vergiss es! Fine, hate me! I'll still sleep like a baby, knowing I'm not an unreasonable hag like you! Whoa. Vice, what do I do? You turn on your heel and walk away as fast as your legs can carry you, my good lad. Darauf kommt... Ach komm schon, Anumea. Ich hab dich in früheren Zeiten für einen ziemlich aufgeweckten Jungen gehalten, aber... That's it. Instead of belittling me, why don't you get a proper job? Everyone in the neighborhood treats me like dirt, and it's all because of my unemployed slob of a husband. Aber der Typ hat einen Job. Er geht ihm nicht nach wegen dir, aber der hat einen Job. Actually, I have a job now. Wait, you what? Wait, das wusstest du nicht. Du... Hat er dir das nicht gesagt? Er hatte diesen Job doch schon bevor du verschwunden bist. Er hat ihn doch nur nicht wahrgenommen, weil du auf einmal verschwunden warst und dann... Ach, Fett. You're kidding. Why didn't you tell me? That's great. Wow. Ganz ehrlich? Ich würde Schluss machen. Well, I sort of wanted it to be a surprise. Was? Du bist, was war's nochmal, ein Aquäduktbauer? Du wärst für mehrere Wochen, wenn nicht gar Monate weg, um das Aquädukt zu... Das soll... Sowas macht man keine Überraschung draus. Selbst deine Frau hat dir gesagt, dass du...
Du wärst auch dann einfach verschwunden für Wochen oder Monate, um dieses Aquädukt zu bauen. Und dann auf einmal wärst du wieder da und... Hey, Schatz! Ich hab gerade meinen ersten Arbeitsauftrag fertiggestellt. Oder wie darf ich mir das vorstellen? Oh, Gott. Oh, you big silly Billy. Well, this calls for a celebration. Come on, I'm going to bake you a nice apple pie. Womit denn? I have no idea what just transpired, but it has utterly exhausted me. Ja, ich bin auch total. Well, looks like they made up, so all's well that ends well. In the course of all that madness, I have forgotten why we even came here in the first place. Wegen dem Aquädukt. Hey, Moment mal, wenn die jetzt nicht feiern. Oh, heck, the canal. We need to ask him about the canal. So ein... I can't thank you enough for all your help. Was für Hilfe? Wir haben uns... Obwohl, ja... Du hast eigentlich gar keine Ahnung, was für eine Hilfe. Ernsthaft. Ich habe unter meinem Freundeskreis einen Depressiven mit Suizidgedanken und einen, der hat auch Probleme mit seiner Frau, weil er gewisse Dinge mag, die sie halt überhaupt nicht akzeptieren kann. Und die beiden sind deutlich einfacher zu ertragen und mit denen umzugehen, als ihr beide. Sure, but listen, we need to talk to you about the canal. Oh, right! That's why you came here in the first place, huh? Ja. Und vielleicht könntet ihr eure Feier verschieben? Well, now that my love life is rolling in clover again, I'd be more than happy to get going on the canal work. Ich frag mich gerade, ob die Borderline hat. Und er echt so ein Waschlappen ist, der... Ach, ich will's gar nicht wissen. Ach so, ja, der Auftrag ist dann jetzt wohl... Heavens, that was exhausting. Ja. Tell me about it. Anyway, let's go give Popola an update. Mit etwas Glück ist dann auch, geht das ja jetzt mit der? Ich weiß nicht. Soll ich dann, wenn das jetzt funktioniert, weil wir den Auftrag gemacht haben, sollen wir das dann, soll ich es dann Eheprobleme und ein Duett nennen? Oder das Duett von Devola und Popola und so tun, als wäre dieses... Wir können nicht gehen. Nee, wir müssen noch hier bleiben. Ja, okay. Dieser Part wird also Eheprobleme heißen. Ja. Weil wir müssen... Wir müssen noch die Angelquests machen. Und die würde ich jetzt... Die würde ich jetzt gerne machen. Und, okay. Und zwar... machen wir mal. Wir müssen ja 10 Sardinen und 10 Dings fangen. Oder bekommen. Wattwurm. Damit müsste es eigentlich gehen.
Und zwar müssen wir die 7 Kugelfische für hier den Typen noch fangen. Und eine Sardine. Die Kugelfische sind wohl auch hier am an dem Pier. Aber ich weiß nicht an welchem. Und daher, also hier an dem Pier in Meeresfront, ne? Und daher, ja. Ah, okay. Okay, das Vieh ist aber so schwer rauszuholen. Da oh, komm. Komm, komm, komm. Ey. Das könnte auch locker was, was noch, sag schon, was noch Selteneres als ein Kugelfisch sein. Und ich hoffe echt, die Kugelfische brauchen nicht alle so lang. Weil das wäre... Ah, komm. Ja. Ja, komm, komm. Nicht mehr viel. Okay, wenn man einfach ASDF drückt, dann braucht man gar nichts anderes zu drücken, oder wie? Quatsch. Nee, war jetzt aber auf jeden Fall eben gerade so. So. Eine Prasse ans Land gezogen. Okay. Okay, die ist groß. Aber die soll man eigentlich... Ach doch. Aber da bin ich richtig... Ich habe mir hier so eine Seite aufgemacht. Okay, Prassen kann man eigentlich nur mit dem... Nur mit dem Köder und mit dem Regenwurm. Fangen, nicht mit dem Wattwurm. Okay. Aber dann müsste das hier der Pier sein. Na? Ist das noch eine Prasse? Nee, komm. Das geht zwar auch ziemlich schwer nur rein. Hier, aber das geht ja deutlich schneller schon als die Prasse. Daher. Na komm. Oh, komm. Das ist doch jetzt ein Kugelfisch, oder? Ich glaube. Das will hier jetzt keiner die ganze Zeit sehen, wie ich das hier mache. Oder? Boah. Also... Es ist leider auch nicht so intensiv vom Gefühl her, wie das beim Angeln in Saschen. Ja. Wie das beim Angeln in The Legend of Zelda
das schon Ocarina of Time war, wo man ja eine, nee, auch eine Prasse. Okay. Sogar größer. Vielleicht der falsche Pier? Ich weiß dann aber nicht, welcher Pier. Juhu, Weizensetzlinge. Wisst ihr was? Ich guck nochmal und bis dahin heißt es. Ja. Gruß, Sinners Fan.